Hallo da draußen und herzlich willkommen aus dem Homeoffice. Ja, wir sitzen immer noch hier rum und damit euch da draußen nicht langweilig wird, hab ich etwas Geiles für euch. Wenn ihr das nächste Mal unterwegs Bock auf eine Orange habt, dann könnt ihr was richtig Cooles damit machen und das zeige ich euch jetzt. Passt mal genau auf. Einfach rundherum einschneiden und dann müsst ihr ganz vorsichtig versuchen, unter die Schale zu kommen. Oh, bisschen kaputt, aber nicht schlimm. So. Das ist ein bisschen Fummel, das wird auch garantiert nicht bei der ersten Orange klappen. Also ich habe lange geübt und es funktioniert auch nicht mit jeder. Also, ihr müsst so tief wie es geht mit dem Finger rein und das Fruchtfleisch lösen. Und das von dieser Seite der Orange. Dann könnt ihr nämlich, und wenn ihr Glück habt und es ist gelöst, dann könnt ihr es hat nicht geklappt. Aber wenn ihr das so runterkriegt, so, normalerweise zieht ihr hier, wenn ihr Glück habt, zieht ihr das mit raus. Und das steht dann hier drin. So sieht das dann aus. So, es klappt nicht jedes Mal. Aber ich habe mich vorbereitet und gestern hatte ich Glück, deshalb bin ich auf die Idee gekommen, dieses Video zu machen. Und so sieht das dann aus. So. Und wisst ihr, was ihr daraus machen könnt? Eine Kerze! Richtig geil! Also wartet mal ab. Ich zeige euch wie. Ich hole jetzt ganz kurz mal eine Flasche Öl. Ja, hallo da draußen, mich gibt's auch noch, auch wenn ich in den letzten Videos nicht mit dabei war. Und ich habe heute ein kleines Rezept für euch. Es wird nicht gekocht, das kann man ganz ohne Gaskocher fertigstellen. Und zwar ist es sogar etwas zum Naschen. Wir machen uns nämlich sehr oft, wenn wir unterwegs sind, Energy Balls. Das heißt, es sind so kleine Kugeln, die man dann immer mal futtern kann unterwegs im Fahrzeug oder egal, wo man gerade ist, beim Wandern. Sind praktisch mitzunehmen und auch gar nicht so schwer zuzubereiten. Also zeige ich euch heute, wie wir Energy Balls machen. Heute zu Hause, ansonsten im Van. Also, wir benötigen dazu vor allem mal Erdnussbutter. Honig, dann brauchen wir ein bisschen Kokosflocken, Haferflocken, Chiasamen, Leinsamen oder irgendwelche Samen, die ihr eben gerade mögt. Ich habe hier noch ein paar Walnüsse und ein bisschen dunkle Schokolade. Ja, und wie stellen wir das Ganze jetzt an? Am besten, ihr holt euch eine große Schüssel, wo ihr die ganzen Sachen drin vermengen könnt, weil das wird jetzt eine ziemlich klebrige Angelegenheit. Also, legen wir los. Zuerst würde ich mal sagen, wir hacken dann die Schokolade, weil die ist noch nicht fertig gehackt. Schokolade ist fertig, also lasst uns anfangen. Am besten nehmt ihr euch einen Esslöffel und wir fangen halt mit der Erdnussbutter und dem Honig an. Dafür nehmen wir, also ich mache es jetzt mal grob, wie gesagt, da muss man ein bisschen experimentieren, je nachdem, was man alles da rein tut, damit das nachher einfach eine gut formbare Masse wird, womit wir unsere Kugeln dann auch formen können. Ich nehme jetzt einfach mal zwei große Löffel Erdnussbutter. Und einen
dicken Löffel Honig. Das ist fester Honig, also es ist kein flüssiger. So, und dann schütten wir einfach unsere Haferflocken da rein. Und all die anderen Sachen, die wir so haben, die Kokosflocken, Chiasamen, nehme ich einfach einen Esslöffel. Dann noch die Schokolade. Ach ja, und die Walnüsse, die habe ich vergessen klein zu machen. Dann mache ich das jetzt gleich noch. Dann tun wir unsere Walnüsse auch da rein. Natürlich könnt ihr jede beliebige Nuss nehmen, wo ihr gerade Lust drauf habt. Wir hatten eben gerade Walnüsse im Haus, also wurden es jetzt die Walnüsse. So, dann sieht das Ganze so aus. Das müssen wir jetzt miteinander vermischen. Und wie gesagt, das wird jetzt recht klebrig. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch sehr gerne Trockenfrüchte reintun oder halt Datteln zum Beispiel eignen sich auch sehr gut dafür. Die kleben auch noch ein bisschen und geben dem Ganzen noch ein bisschen mehr Haftung. Und, ja, wir versuchen jetzt einfach mal und vermischen das Ganze und gucken dann, ob wir die richtigen Mengen an Honig und Erdnussbutter genommen haben. So, und ihr seht, es hält noch nicht ganz, also werde ich jetzt noch ein bisschen mehr Erdnussbutter reintun. So, ich tue jetzt noch einen Esslöffel nochmal da rein. Und das sieht auch wie eine Kugel aus. Also damit kann man arbeiten. Dann formen wir jetzt Kugeln. Am besten nochmal Hände waschen, weil die lassen sich auch immer sehr gut formen, wenn die Hände feucht sind. Dann funktioniert das besser und es klebt auch nicht alles so ganz an den Händen fest wie jetzt gerade. Wieder sauber und unsere Energy Balls sind fertig. So sieht das Gesamtergebnis dann aus. Damit die jetzt aber noch ein bisschen fester werden, sollte man die mindestens eine Stunde in den Kühlschrank tun und auch generell, wenn ihr die dann nicht sofort verzehrt, macht sie am besten oder lasst sie am besten im Kühlschrank drin, weil dort fühlen die sich am besten. Im Van machen wir es halt immer so, dass wir die Energy Balls einfach in einer Tupperdose aufbewahren und und dann bleiben sie auch schön kühl. Und wenn wir dann auf Wanderschaft gehen oder irgendwie mal losfahren, dann nehmen wir die Dose mit vorne in die Fahrerkabine und haben was Leckeres zum Snacken. So Leute, da bin ich wieder. Ja, meine Orange, Sonnenblumenöl oder Olivenöl, das was ihr halt gerade da habt. Und ihr füllt das Ganze mit Öl. Ihr könnt mal einen Tropfen drüber laufen lassen, damit das sich auch schön vollsaugt. Das Ganze lassen wir jetzt, ich sag jetzt mal eine Stunde stehen oder keine Ahnung, bis das Ganze sich vollgesaugt hat. Das kann man auch schon gut erkennen
Und dann holen wir ein Feuerzeug und wir haben eine Kerze gebastelt. Also Orangenkerzen, geile Sache. Also günstiger geht's nicht. Und geiler, eine Duftkerze bauen, bitte. Wenn ihr das noch nicht kanntet, gebt mal einen Daumen hoch. Bitte. Einer. Upsi. Ist wahrscheinlich auch gut für die Haut. Tada. Das waren Snacks and Hacks von Patascha's World. Klingt irgendwie cool, oder? Klingt cool. Snacks and Hacks. ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Die geile Orangenkerze. Die Energy Balls. Aber einen letzten Tipp haben wir noch für euch. Den haben wir aber geklaut, weil dazu muss ich sagen, Enjoy the Smile. Ja. Ihr kennt die beiden vielleicht. Ja, die haben uns noch einen tollen Snacking-Tipp auf einem Vanlife-Treffen gegeben. Und zwar Datteln. Die mögen wir eh schon. Ganz genau. Und Peanut Butter. Ja. Oder also Erdnussmus. Genau, gesünder wäre eigentlich Erdnussmus. Das ist aber leider aktuell im Supermarkt bei uns nicht zu bekommen. Also haben wir einfach hier so ein Organic Peanut Butter. Sogar noch mit ein bisschen Hanf drin, sehe ich hier. Und mehr braucht ihr gar nicht dazu. Ihr braucht noch einen Löffel und das war's. Ein bisschen Erdnussmus, eine Dattel und... Fein damit. Rein damit. Richtig ja. Lecker. Also probiert das auf jeden Fall aus. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch. Mhm. Allerdings solltet ihr während der Fahrt dann unbedingt zu zweit sein, weil einer muss ja den Löffel eintunken und dann rüberschieben. Und, ne? Also ihr versteht, was ich meine. Aber Leute, seitdem ich das probiert habe, mega. Also das ist so ein Tipp. Probiert es aus, bevor ihr drüber urteilt. Mega. Ja, also wie gesagt, und was noch wichtig ist, Varianten von den Energy Balls findet ihr bereits auf unserem Blog patashasworld.com, weil da haben wir das Rezept schon vor ziemlich langer Zeit einmal reingestellt. Da gibt's noch den einen oder anderen leckeren Snack. Wie Pizza aus der Pfanne oder solche Sachen. Guckt einfach mal unter Patascha's Van Kitchen auf unserem Blog. Da findet ihr nämlich auch schon ältere Rezepte, die ihr vielleicht noch gar nicht entdeckt habt. Ja, guckt gerne mal rein und falls euch diese Videos gefallen, schreibt uns mal in die Kommentare, was wir euch noch zeigen können. Wir machen weiter. Uns Gedanken über irgendwelche Sachen, mit denen wir euch belustigen können oder informieren können. Ja, also. Solange diese Corona-Quarantäne-Dingsbums hier noch anhält. Ja, also wir sind raus und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.